Sehen wir jetzt bald die bullische Wendung im Kryptomarkt? Wir werden heute mal darüber sprechen, warum denn Institutionen seit 5 Wochen die größten Investoren in Kryptos sind. Wir werfen einen Blick auf eine neue Hedgefonds-Firma Marshall Wace, die in Kryptos einsteigen will mit einem vermögenden oder verwaltenden Vermögen von rund 55 Milliarden Dollar. Dann werfen wir natürlich noch einen Blick hier auf den Grayscale Bitcoin Trust, der jetzt am 17. Juli diesen Monats geöffnet wird mit über 16.000 Bitcoins. Was können wir genau an diesem Tag vom Bitcoin-Preis erwarten? Natürlich werfen wir einen kurzen Blick hier auf das Bitcoin-Chart, auf Ethereum-Chart und zu guter Letzt sprechen wir natürlich über Binance, die gerade absolut hier unter Beschuss stehen. Ihr seht es, regulatorische Maßnahmen, Sammelklage gegen Binance und vieles mehr. Genau darum soll es im heutigen Video gehen und wenn dich das interessiert, solltest du jetzt definitiv dranbleiben. Let's go! Alles klar, dann starten wir direkt rein mit dem ersten Artikel und zwar bullische Wendung. Institutionen sind größte Kryptokäufer seit 5 Wochen. Hier geht es im Endeffekt um verschiedene Arten von Fonds in Kryptofonds, die investiert werden. Und hier geht es jetzt auch gerade darum, in Bitcoin und Ethereum und anderen beliefen sich in der Woche zum 2. Juli auf insgesamt 63 Millionen US-Dollar. In einem kürzlichen Bericht zum ersten Mal seit nun 9 Wochen wurden Zuflüsse bei jedem einzelnen digitalen Asset mit eigenen Fonds verzeichnet. Das ist natürlich erstmal interessant. Man merkt hier, die großen Firmen, die großen Unternehmen, die bereiten sich hier auf den nächsten Bullrun vor. Sie wollen sich jetzt optimal um die 30.000 auch platzieren. Wir wissen, zu dem Zeitpunkt oder zu dieser Preiskategorie ist auch Elon Musk in Bitcoin eingestiegen und wir haben ja schon öfters darüber gesprochen, dass wir es weniger oder für sehr unwahrscheinlich halten, dass Bitcoin hier nochmal unter die 30.000, unter diese Einkaufspunkte, gerade von Elon Musk und natürlich jetzt auch von weiteren Investmentfirmen hier fällt. Des Weiteren seht ihr hier auch Fonds, die sich auf Bitcoin konzentrieren, verzeichnen wöchentliche Zuflüsse in Höhe von fast 40 Millionen US-Dollar. Damit beläuft sich die Summe seit Jahresbeginn auf rund 4,186 Milliarden US-Dollar. Und das ist natürlich dann schon etwas, wo man sieht, okay, es geht hier wieder vor. Genauso die Ethereum-Fonds verzeichnen wöchentliche Zuflüsse von 17 Millionen Dollar. Damit erhöht sich die Gesamtsumme seit Jahresbeginn auf 960 Millionen Dollar. Und das ist natürlich etwas, wo man auch merkt, jetzt mit dem neuen London Hard Fork Update, was Ethereum dem Ethereum 2.0 eigentlich immer näher bringt und wir weniger Transaktionskosten haben, das Ganze schneller abgewickelt wird, ist natürlich hier Ethereum wirklich im absoluten Vordergrund. Und auch Fonds mit Fokus auf Polkadot und Ripple verzeichnen Zuflüsse von je 2,1 Millionen Dollar und 1,2 Millionen US-Dollar. Auch das sehr, sehr interessant, gerade weil wir ja auf diesem Kanal auch schon das ein oder andere Mal über XRP bzw. Ripple hier gesprochen haben. Und ich denke, es wird jetzt immer interessanter, wenn es gerade um die Finanzsysteme, wenn es um die Banksysteme geht, dass die Banken merken, okay, die Leute nehmen den Kryptobereich immer stärker an. Und natürlich versucht man jetzt als Banker oder als Bank natürlich den Zug nicht zu verpassen, den digitalen Zug, wodurch natürlich diese Themen hier jetzt immer mehr in den Vordergrund rücken. Des Weiteren hier ein weiterer großer Hedgefonds oder eine große Hedgefonds-Firma Marshall Wace, die insgesamt der Londoner Hedgefonds-Riese Marshall Wace, der etwa 55 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerte verwaltet, plant einen großen Schritt in Richtung Kryptowährung und Blockchain-Investition. Und das ist natürlich auch nochmal sehr, sehr interessant. Das Ganze ist ein sehr aktueller, also 2 Tage alter Artikel. Aber mir geht es eigentlich mehr darum, was ich dir hier zeigen möchte, auch mit dem nächsten Artikel hier, der erst 13 Stunden alt ist. Wir sehen anhand der Nachrichten, dass das Ganze wieder bullischer wird. Wir sehen auch im Fear and Greed Index, dass die Angst etwas weiter abnimmt. Natürlich befürchtet man immer noch, dass Bitcoin hier jetzt unter die 30.000 fallen könnte, da wir dann noch konkret keinen wirklichen Boden hier gebildet haben, aber es geht auf jeden Fall wieder aufwärts. Und das hier ist natürlich eine sehr, sehr interessante Nachricht, denn es wird ja gerade sehr viel darüber gesprochen, dass der Grayscale Bitcoin Trust, der jetzt am 17. Juli diesen Monats im Endeffekt die Sperrzeit, also für Anleger, die investiert haben, zum Beispiel im Februar, Januar, Februar, sehr, sehr große Menge an Bitcoin gekauft haben, zu Beginn des Bullruns im Endeffekt oder bei der ersten Konsolidierungsphase, haben natürlich sehr, sehr viele investiert. Und jetzt gibt aber Grayscale im Endeffekt 6 Monate Sperrzeit an. Das heißt also, wenn jetzt auch diese Unternehmen schön Profite gemacht haben durch den Bullrun, sie konnten diese Profite im Endeffekt nicht realisieren,
weil im Endeffekt die Sperrzeit da ist. Und jetzt ist eben die Angst sehr, sehr groß, dass hier 16.000, also es sind insgesamt 16.000 Bitcoin, die in diesem Grayscale Bitcoin Trust liegen, die werden jetzt wieder offen, also sie werden wieder verfügbar. Das heißt, man befürchtet, dass hier ein großer Teil abverkauft wird und wir dann Richtung 20.000 runterkommen. Aber auch die Analysten hier befürchten hier wirklich keine großen Auswirkungen durch den Grayscale Bitcoin Trust mit den 16.240 Bitcoins, die frei werden. Das Ganze hat einen Gegenwert, das muss man sich mal überlegen, von 530 Millionen Dollar, also eine halbe Milliarde Dollar. Aber die Analysten von QCP sehen darin jedoch keinen Grund zur Sorge. Das bevorstehende Unlocking betrifft institutionelle Investoren, die vor 6 Monaten direkt in den Bitcoin Trust von Grayscale investiert haben. Die sind also alles neue Positionen aus dem Quartal 1 2021, darunter größtenteils die letzte Tranche von ARK, so Experten. Und um es deutlich zu sagen, und das finde ich ist ein sehr, sehr interessanter Satz, wir gehen nicht davon aus, dass diese Freigaben einen großen Einfluss auf den Kurs haben werden, außer auf den Grayscale Bitcoin Trust an sich. Die meisten institutionellen Investoren, die bereits in diesen investiert haben, haben ihre vorherigen Freigaben auch nicht abverkauft, sondern festgehalten. Und ganz klar, man muss auch mal dazu sagen, gerade wenn es um Unternehmen geht, deren Pläne sind nicht oder deren Strategien sind nicht auf 3, 6 oder 9 Monate ausgelegt, sondern auf 3, 5 oder 10 Jahre ausgelegt. Und daher glaube ich auch nicht, wenn man jetzt nach 12 Jahren Bitcoin History jetzt die Entscheidung trifft, in Bitcoin bei roundabout 25.000 bis 30.000 Dollar zu investieren, jetzt 6 Monate später beim gleichen Preisniveau wieder rauszuziehen, würde im Endeffekt überhaupt gar keinen Sinn machen. Also von daher glaube ich auch, dass das hier einfach viel zu sehr gehypt wird. Das Ganze gehört eigentlich gar nicht dahin und ich glaube auch persönlich, dass wir eher dadurch vielleicht sogar nochmal einen weiteren Aufschwung bekommen. So, wir schauen jetzt mal ganz kurz hier auf das Bitcoin-Chart. Ihr seht es, wir hatten ja hier sagen wir einfach mal den absteigenden Trendkanal oder dieses Descending Triangle. Wir sind mehrmals ausgebrochen und jedes Mal, das hatten wir auch in den letzten Videos immer und immer wieder besprochen, uns hat einfach das Volumen hier gefehlt. Das war ja auch der Grund, warum wir hier unten eine Position aufgemacht haben bei 33.100 und das Ganze hier oben bei 35.500 dann auch erstmal wieder geschlossen haben. Wie gesagt, ich habe dann eine kleine Position aufgemacht, falls wir hier durch den Moving Average hier durchrutschen, durch den 200er oder durchbrechen, das Ganze bestätigen, damit ich eine Position offen habe. Wir sind dann abgeprallt. Diese Position ist weiterhin offen, bleibt auch offen. Und ihr wisst es, ab 31 oder ziemlich exakt auf 31 habe ich dann natürlich noch eine etwas größere Limit Order gesetzt. Ich hoffe, die wird natürlich dann noch gefüllt, bevor es dann wieder Richtung nach oben geht. Denn ich persönlich, wenn ihr mich fragt, glaube nicht, dass wir hier nochmal signifikant für einen längeren Zeitraum unter die 30.000 fallen. Was ich mir vorstellen könnte, dass wir hier tatsächlich vielleicht nochmal einen ganz kurzen Wick hier runter bekommen, vielleicht sogar so eine Art Liquidations-Wick, wo es im Endeffekt sämtliche Long-Positionen mit einem großen Hebel hier einfach mal kurz dann liquidiert werden, bevor es dann wieder aufgeht. Aber wir müssen natürlich jetzt einfach noch ein bisschen abwarten, was so die nächsten Tage bringen. Genauso das gleiche bei Ethereum. Ethereum ist an sich ja sehr, sehr bullish, gerade jetzt, weil am 4. August dann das neue Update, dieses London Hard Fork im Endeffekt gelauncht wird oder veröffentlicht wird. Dadurch müssten ja eigentlich gerade die Hauptprobleme von Ethereum, diese langsamen Transaktionen und die hohen Transaktionsgebühren, das soll ja im Endeffekt alles wegfallen. Deshalb ist man natürlich auch sehr, sehr bullish auf Ethereum gestimmt oder zu Ethereum gestimmt. Aber ihr seht das Ganze, bauen wir jetzt gerade ab, nachdem wir hier dieses Rising Wedge im Endeffekt nach oben hin ausgebrochen haben. Ich habe eine kleine Position aufgemacht, knapp unter den Moving Averages, um einfach jetzt mal, wie gesagt, eine kleine Short-Position. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Bitcoin jetzt, dass Ethereum hier vielleicht nochmal auf die 1790 bis knapp 1800 Dollar nochmal runterfallen könnte. Und diese Position nehme ich natürlich dann erstmal mit, wie gesagt, kleinen Hebel, um dann natürlich wieder von unten mit einer starken Long-Position das Ganze, den nächsten Aufschwung mitzunehmen. Denn, ganz ehrlich, wenn das jetzt wirklich so ist, ich meine, das ist ja das Hauptproblem bei Ethereum, dass einfach die Transaktionsgebühren teilweise utopisch hoch sind für kleine Beträge, wenn man sie verschicken möchte. Und gerade mit diesem London Hard Fork Update, ich glaube EIP 1559 wird es ja auch genannt, gerade mit dem
möchte man ja das Hauptproblem im Endeffekt hier, was Ethereum angeht, lösen. Aber nichtsdestotrotz, Cardano steht ja auch kurz davor. Im September wird im Endeffekt das Alonso-Update hier gelauncht und dann geht es ja und dann den Ethereum-Converter hier direkt auf Cardano und dann könnten ja auch viele, sagt ja sogar Charles Hoskin, also der CEO von Cardano, sagt ja dann auch, dass sehr, sehr viele im Endeffekt von diese ganzen DeFi-Apps im Endeffekt, die jetzt aktuell über die Ethereum-Blockchain laufen, dass die dann rüberkommen hier auf Cardano. Und das könnte natürlich bei Cardano einen massiven Aufschwung geben. Aber wie gesagt, wir warten hier jetzt einfach mal noch ab. Noch ist nichts entschieden, weder bei Bitcoin noch bei Ethereum. Das Ganze ist noch, ja, müssen wir einfach mal abwarten. Ich denke, dieses Week of Events and Phases, das ist erstmal soweit abgeschlossen. Es gibt natürlich noch den einen oder anderen YouTuber, der glaubt, wir sind hier immer noch in der Range, wenn ich jetzt das hier auch ein bisschen hin und her ziehe. Ich persönlich glaube, dass wir jetzt draußen sind. Ich könnte mir gut vorstellen, dass, wie gesagt, wir hier vielleicht nochmal einen kurzen Blick hier auf die 30.000 sehen. Warum das Ganze, möchte ich euch auch zeigen. Und dazu nutzen wir jetzt einfach mal kurz unsere Fibonacci-Retracement. Übrigens, mich haben jetzt doch zum letzten Video hier, zu diesem Video, mit der Ausbruch, wo wir im Endeffekt die einzelnen Fibonacci-Retracements mal kurz schauen, ob wir hier, ihr seht, dieses ganze Chaos, wo wir im Endeffekt jeden einzelnen, wie soll man sagen, im Endeffekt jeder einzelne Support und einen Widerstand fast auf den Dollar genau vorhersagen, also in Anführungsstrichen vorhersagen können, weil wir hier im Endeffekt dieses Fibonacci-Retracement nutzen. Das ist natürlich jetzt nicht in TradingView so drin. Das musst du dir natürlich selbst einstellen. Dazu haben mich jetzt viele gefragt, wie stellt man das Ganze ein und so weiter. Schaut hier einfach mal auf dem Kanal vorbei und das ist das zweitletzte Video hier. Mächtigstes Trading-Tool. Hier zeige ich dir das Fibonacci-Retracement. Hier stelle ich es auch ein. Dann kannst du dir diese Einstellungen eins zu eins übernehmen und dann kannst du das, was wir jetzt gleich wieder tun, kannst du natürlich bei dir dann auch machen. So, wir haben das Fibonacci-Retracement ausgewählt und wir suchen jetzt erstmal hier den tiefsten Punkt und den obersten Punkt, also diesen hier. Dann seht ihr schon, woher auch meine Supportbox hier unten, diese grüne, entsteht. Und das wäre dann das erste Mal, wo wir hier jetzt wieder ein bisschen Support finden würden. Da wir jetzt aber hier ja nochmal ein Higher-Low kreiert haben, würde ich persönlich jetzt hingehen und würde das als tiefsten Punkt hier ansetzen, bis zu diesem Punkt hochziehen. Und wenn wir das jetzt mal bis hier rübernehmen, dann sehen wir auch, warum Bitcoin hier jetzt gerade so bei 32.800 Dollar genau an der Trendlinie hier im Endeffekt so ein bisschen nicht weiß, geht es nach oben, geht es nach unten, weil wir hier im Endeffekt, wie gesagt, dieses große Fibonacci-Retracement haben, das uns dann wieder hält. Wir können das Ganze natürlich auch in die entgegengesetzte Richtung mal messen, wenn wir sagen würden, okay, Bitcoin findet hier jetzt genügend Support und baut wieder auf. Wo ist dann der nächste Widerstand im Endeffekt? Und auch da können wir das Ganze von hier oben zum tiefsten Punkt dann wieder runterziehen und dann sehen wir relativ schnell, wo dann unser nächster Widerstand wäre und das wäre dann natürlich wieder hier oben. Das würde auch mit dem hier wieder wunderbar übereinpassen. Also ihr seht schon, dieses Fibonacci-Retracement hat in den letzten Malen, also seit wir hier eigentlich jetzt runterkorrigiert sind, seit wir das hier nutzen, durch diese Volatilität kann man hier extrem starke Trades mitnehmen, extrem hohe Trades, weil es halt im Endeffekt fast schon vorhersehbar ist, was Bitcoin hier macht oder beziehungsweise der Preis hier macht. Aber das Ganze ist natürlich nur ein Indikator und das Ganze sind nur Wahrscheinlichkeiten. Also wir können hier, keiner von uns hat die Glaskugel und keiner kann von uns genau sagen, bis wohin Bitcoin oder wie Bitcoin sich verhält. Vor allem natürlich dann, wenn es wieder solche Nachrichten gibt, hier gerade zum 17. Juli hier mit dem Grayscale Bitcoin Trust oder dass hier jetzt 55 Milliarden Dollar im Endeffekt hier durch einen Fonds investiert werden können oder hier bullische Wendungen mit den ganzen Zuflüssen. All das sind natürlich viele, viele verschiedene Faktoren, die man immer mit einberechnen muss, aber nichtsdestotrotz ist das ein sehr, sehr starkes, ein sehr, sehr wichtiges Tool. Wir können das Ganze jetzt auch mal hier bei Ethereum anwenden und einfach mal zu sehen, wir gehen jetzt hier vom untersten Punkt, also vom Swing Low to Swing High. Und das wäre im Endeffekt, wenn wir das Ganze jetzt mal hier unten ansetzen, die passen fast übereinander, die zwei. Und jetzt ziehen wir das Ganze bis zum obersten Punkt. Dann sehen wir auch, wo Ethereum hier jetzt eventuell das erste Mal Support findet. Das ist auch der Grund, warum ich hier eine Position aufgemacht habe, nachdem wir durch die Moving Averages durchgerutscht sind. Wie gesagt, eine kleine Short-Position aufgemacht. Die ist jetzt gerade mit so um die 30, 40% hier im Profit. Natürlich immer Stop-Loss, sobald ihr merkt, gerade bei einer Short, eigentlich auch bei einer Long-Position, egal wie. Mein kleiner Tipp, um einfach niemals eigentlich groß Verluste einzufahren,
Ihr gebt natürlich immer am Anfang an, wie viel Prozent ihr maximal Verluste einfahren wollt und wo ihr Take Profit nehmt, also ein Stop Loss und Take Profit. Was ich grundsätzlich mache, hier auch wieder: Ich habe meine Position aufgemacht, ich habe gewartet, bis sie ein bisschen in den Profit ist und dann natürlich das Stop Loss direkt gesetzt. Egal was jetzt passiert, ich kann nur noch profitabel werden. Natürlich, es gibt das Argument, wo viele sagen: Ja, was ist, wenn der Preis hier zum Beispiel, ich mache den hier unten auf, er kommt nochmal hoch, löst mein Stop Loss aus mit Verlust und geht dann weiter in die Profite. Natürlich, das kann passieren, aber man sollte natürlich dieses Stop-Loss jetzt auch nicht eine Minute, nachdem man die Position geöffnet hat, beziehungsweise wenn hier ein paar Dollar nur du profitabel bist, dann macht das natürlich keinen Sinn, jetzt schon direkt im Endeffekt einen Stop-Loss zu setzen, sondern erst, wenn du siehst, okay, so eine kleine Konsolidierungsphase ist hier jetzt wieder abgelaufen oder abgehakt, jetzt fallen wir hier ein bisschen, das Ganze wird bestätigt, jetzt kannst du einen Stop-Loss im Endeffekt setzen. Nur so als kleiner Tipp. Okay, alles klar. Wir wollten nochmal ganz kurz Fibonacci-technisch auch hier reinschauen, von diesem Punkt zu diesem Punkt. Also von dieser letzten Korrektur im Endeffekt vom untersten Punkt zum obersten Punkt. Und dann seht ihr auch, schaut mal hier, wie wunderbar Ethereum hier erstmal auf das 0618er wieder erstmal aufgelaufen ist. Dann kurz rein, hat es aber nicht wirklich geschafft. Retest, abgeprallt, auch hier ewig konsolidiert, dann hier oben wieder und dann nach unten hindurchgebrochen. Also ihr seht schon, dieses Fibonacci-Retracement, dieses Tool ist gerade für Trader ultra wichtig. Eins meiner absoluten Lieblingstools, die mir jetzt natürlich in den letzten Wochen, gerade durch diese heftige Volatilität, die im Markt herrscht, extreme Profite eingefahren hat. Und das sollte dir im besten Fall natürlich auch passieren. Okay, alles klar, dann soll es das erstmal soweit gewesen sein. Nein, stimmt nicht, wir haben vergessen, und zwar das Allerwichtigste. Und da haben mich natürlich jetzt viele Leute gefragt: Hey, wie sieht es denn aus? Binance steht hier total unter Beschuss. Es geht ja hier darum, dass gerade zum Beispiel, ich weiß es gar nicht, ich glaube, Singapur war es, Thailand war es, Großbritannien war es. Es waren mehrere, haben wir das hier irgendwo aufgeschrieben? Ich weiß gar nicht. Nee, auf jeden Fall sind es mehrere Länder jetzt dabei, die versuchen hier im Endeffekt, vielleicht habe ich das Ganze hier, ist auch egal. Auf jeden Fall sind es mehrere Länder, die versuchen hier jetzt gerade mit dem Finger mehr oder weniger auf Binance zu zeigen und hier Regulatoren vorlegen wollen. Unglaublich viele. Die Hauptargumente, warum hier Binance so unter Beschuss steht, durch die einzelnen Länder, ist ganz klar anscheinend eine fehlende Lizenz, damit sie das Handeln von Vermögenswerten überhaupt dürfen. Damit kommen sie jetzt, obwohl es Binance jetzt schon seit 4 Jahren gibt. Ja, natürlich, man versucht hier Binance als die stärkste und größte Kryptobranche, Börse im Endeffekt hier natürlich runterzuhalten oder unten zu halten. Es sind letztendlich nichts anderes als Machtspielchen. Und das ist natürlich schon etwas Trauriges, aber auf die Frage zurückzukommen: Hey, wie sieht's aus? Sollen wir jetzt erstmal unsere ganze Coins hier alles abziehen von Binance? Ihr wisst, ich bin auch auf Binance, ich trade auf Binance, ich habe auch hier mein Spot, im Spot einiges liegen. Natürlich niemals alles. Also du solltest ganz klar niemals alles auf einer Exchange lagern, sondern du kannst gerne ein bisschen oder solltest auch ein bisschen was zum Beispiel auf einer anderen Wallet sichern oder vielleicht auf einem Ledger sichern. Je nachdem, du solltest natürlich nie alles auf einer Börse haben. Da gibt es diesen Spruch im Kryptobereich: Not your keys, not your coins. Ganz klar, wenn du die Zugangsdaten nicht hundertprozentig hast, dann gehört es dir nicht. Beziehungsweise wenn Binance von heute auf morgen beschließt, wo die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, von heute auf morgen im Endeffekt einfach mal von der Bildschirmfläche zu verschwinden, wäre dein Geld auch weg. Aber wie gesagt, diese Wahrscheinlichkeit bei der größten Kryptobranche mit einem enormen Ökosystem, das ja wirklich konkurrenzfähig zu Ethereum ist, kann ich mir das beim besten Willen nicht vorstellen und glaube ich auch nicht. Deshalb versucht das Ganze ein bisschen von der anderen Seite zu sehen. Was ich mir gut vorstellen könnte: Wir kriegen vielleicht bald wieder günstigere Preise, was hier Binance angeht. Und das ist natürlich wieder durch so einen Punkt gar nicht mal so schlecht. Vielleicht bricht Binance hier jetzt tatsächlich aus und wir kommen hier nochmal so an die 200 runter. Dann wäre das natürlich wieder super für uns alle, um hier ein bisschen nachzulegen. Alles klar, dann soll es das soweit gewesen sein. Wie gesagt, meine Sachen bleiben alles auf Binance, was ich auf Binance liegen habe. Ich ignoriere das mehr oder weniger. Solltest du meiner Meinung nach auch tun. Und ansonsten, genau, wenn dir das Video gefallen hat, zeig es mir sehr gerne mit einem Like nach oben. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Mach's gut, bis bald. Ciao.